Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in meiner Food Lounge. Der liebe Tom von Chaos Kitchen 51 hat mich zu einer Kooperation eingeladen und zwar geht es diesmal um das Thema Smoothies. An dieser Kooperation nehmen 9 tolle YouTuber teil und heute mit mir zur gleichen Zeit ist Chaos Kitchen 51 dran. Gestern war Sugar Princess dran und morgen ist Genussvoll und Robs frische Küche dran. Die ganzen Teilnehmer sind natürlich in der Infobox verlinkt und ich würde mich freuen, wenn er bei denen auch mal vorbeischaut. Die haben sich nämlich ganz große Mühe gemacht. Ja, und bei mir gibt es heute einen ganz gesunden Smoothie und zwar mache ich einen Granatapfel-Cranberry-Smoothie. Ja, und dann legen wir auch gleich mal mit den Zutaten los. Wir brauchen für 2 mal 250 ml Gläser, sage ich jetzt mal, einen Granatapfel, eine reife Banane, 125 Gramm frische Cranberries, 150 Gramm Naturjoghurt, 250 ml Milch und wer es etwas süßer haben möchte, kann noch einen Esslöffel Honig dazugeben. Ich habe hier jetzt meinen Blender von KitchenAid genommen. Es geht aber auch mit einem ganz normalen Mixer oder auch mit einem Pürierstab. Nur wenn ihr einen Pürierstab nimmt, dauert das etwas länger, weil Cranberries und Granatapfelkerne ja nicht gerade weich sind. Ja, dann legen wir mal los mit dem Granatapfel. Wie man einen Granatapfel entkernt, das verlinke ich euch in der Infobox, denn dazu habe ich schon ein Video gedreht. Dann geben wir noch die Banane dazu. Und dann kommen die Cranberries dazu. Die müsst ihr aber vorher bitte waschen, also ganz wichtig. Ja, und dann geben wir noch das Naturjoghurt hinein. Ja, das war's dann vorerst mal. Da kommt dann der Deckel drauf. Also bei meiner Maschine jetzt. Bei einem Pürierstab natürlich nicht. Ja, dann kommt der Krug rein in die Maschine wieder. Ich habe sie hier auf Smoothies und Säfte gestellt. Und dann lassen wir das Ganze mal richtig gut durchmixen. Das hat jetzt bei mir so ungefähr eine Minute gedauert und jetzt kommt die Milch noch dazu. Und wer es jetzt süß haben möchte, gibt auch noch den Honig dazu. Und das Ganze lassen wir nochmal durchmixen. Also das dauert jetzt bei so einem Blender nicht einmal eine Minute. Und dieser Blender hier macht ja die Kerne vom Granatapfel und von den Cranberries so klein, dass du sie fast nicht schmeckst. Also du hast keine Krümel im Mund. Deswegen habe ich es da drin gemacht. Ja, dann ist er auch schon fertig. Dann können wir ihn auch gleich servieren. Also ich habe jetzt hier 4 kleinere Gläser. Da sind es ungefähr 4 Portionen. Aber wenn man so ein normales, ich sag mal Longdrinkglas nimmt, sind es 2 Personen. Ja. Und das war's dann auch schon. So ein Smoothie geht ja unheimlich schnell. Ich danke Tom nochmal, dass er mich eingeladen hat. Es hat wie immer unheimlich Spaß gemacht. Also ich mache gern mit dir Kooperationen. Ich hoffe, euch hat das Rezept auch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr nichts mehr. Und wir sehen uns dann auch ganz, ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis demnächst. Tschüss!